Dr. Grant. Hier haben Sie die Resonanzkammer eines Velociraptors. Oh. Wow. Das ist fantastisch, Billy. Einfach umwerfend. Aber leider müssen wir in 4 Wochen packen. Dr. Grant? Paul Kirby. Kirby Enterprises. Amanda und ich, wir lieben die freie Natur. Wir waren fast auf jeder Abenteuertour, die man überhaupt buchen kann. Ich habe ein Flugzeug gechartert, das uns über Isla Sorna fliegt. Und wir hätten Sie gerne als Führer. Und selbstverständlich möchten wir gerne einen Beitrag zu Ihren Forschungen hier leisten. Wecken Sie mich, wenn wir da sind. Nicht identifiziertes Flugzeug im Anflug auf Isla Sorna. Sie fliegen in einen gesperrten Luftraum. Alan. Ich schätze, die suchen jemanden. Was machen die da? Sie beziehen Posten, aus Sicherheitsgründen. Auf dieser Insel gibt es keine Sicherheit. Wir müssen zurück ins Flugzeug. Würden Sie Ihrer Frau sagen, dass sie mit diesem Krach aufhören soll? Das ist keine gute Idee. Sie sollten mal an Ihrer ehelichen Kommunikation arbeiten. Und damit herzlich willkommen zurück zu Lego Jurassic World, zu Jurassic Park 3. Ja, mach das. Ja, man fragt sich, ob man so rumschreien sollte, ne? Wenn sie weiter so rumrückt, hetzt sie noch jeden Dino dieser Insel auf uns. Ich verspreche, dieses Eric-Rumgereihe wird im späteren Verlauf des Spiels nochmal richtig nervig. Oh, da ist was Großes. Ah, jetzt die Mistviecher schon wieder. Brachiosaurus. Schrei nicht so. Direkt ein Minikit gefunden hier. Ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen ins Spiel. Die letzte Aufnahme ist für mich eine Woche her oder so. Ich habe 10 Folgen vorproduziert und dann mich erstmal zurückgelehnt und alle nacheinander hochgeladen. Ich werde mir Mühe geben, weiterhin jeden Tag was hochzuladen. Ich kann aber nichts versprechen. Mein erstes Video geht gerade durch die Decke. Also das erste Video von Lego Jurassic World. Ich habe gerade 50 Aufrufe auf dem Video geknackt. Danke dafür. Und danke für das ganze positive Feedback, was ich bis jetzt bekommen habe. Hör auf mit dem Rumgeschrei, das nervt jetzt schon. Ja, danke fürs positive Feedback. Das ermutigt mich extrem, dieses Spiel weiterzuspielen. Und, ich will jetzt nicht lange weiter labern. Ich folge jetzt der Story. Weil ich weiß gerade auch selber nicht mehr, wie es weitergeht hier. Das ist natürlich perfekte Voraussetzung für ein Let's Play. Nicht wissen, wo es lang geht. Ich glaube, hier die Kompis zu hauen ist nicht die Lösung. So. Hier ist... Ah ja, jetzt erinnere ich mich. Der liebe Typ hier hat
erstmal einen nervigen Dino am Arsch und einen Enterhaken. Oder Greifhaken, was auch immer. Kann damit Wände einreißen. Tief durchatmen. Es wird nicht besser werden. Und hier ist der erste Charakter in diesem Spiel, der verdammt nochmal klettern kann. Ja, kletter da hoch. Aber du bist ja auch der Einzige, der das gerade kann. Diese Frau ist so verdammt nervig. Erstmal alles, was ihr seit Jahren überlebt hat, zerdeppern. Übrigens, für die, die storymäßig nicht ganz auf dem Laufenden sind, wir sind wieder auf Isla Sorna, auch auf der Insel aus dem letzten Film. Aber diesmal auf der anderen Seite. Das sieht man, kann ich mir später mal auf der Karte zeigen, falls ich dran denke. Das waren Komsognathus. Und sie deine letzten Hirten angreifen. Oder dass sie so fest zu beißen. Wo war ich denn geblieben? Dieser Film spielt 8 Jahre nach Jurassic Park 1 und wieder 4 Jahre nach Jurassic Park 2. Und spielt deswegen schon 2001. Ich dachte, der wäre älter, ist er aber nicht. Ich hab schon wieder so ein Problem hier. Alle springen wieder runter. Der liebe Alan Grant wurde dazu überredet, auf Isla Sorna zu fliegen. Von einem wohl sehr reichen Ehepaar. Stellt sich aber später dann auch raus. Jetzt übrigens Spoiler für den Film, das habe ich letztes Mal gar nicht gesagt, als ich die Story erzählt habe. Wieso bin ich jetzt runtergerannt? Die sind nicht verheiratet, sondern geschieden. Haben sich scheiden lassen. Und deswegen, sie sind auch nicht sehr reich, sie sind eher arm. Und sie haben ihren Sohn auf dieser Insel Gleitschirm fliegen lassen. Mit dem neuen Freund von Amanda Kirby, die hier die ganze Zeit Eric rumschreit. Der Sohn heißt Eric. Der Freund von ihr heißt Ben. Falls ich jetzt gerade was rausgeschnitten habe, dann habe ich die Geschichte gespoilert. Wenn nicht, dann habe ich es halt gespoilert. Muss ich mal wieder kurbeln, mal sehen, ob ich es so hinkriege. Der Endgegner hier in dem Spiel, das Kurbeln. Langsam und entspannt. Geschafft, tatsächlich. Das geht sogar. Hep. Ja, jetzt hat man es mitnehmen. So. Hier brauchen wir jetzt wieder den lieben Alan mit seiner Kralle. Die er im Film eigentlich weggeschmissen hat. Die wollte er nicht mehr haben. Die Waffe. Die ist eine versteinerte Kralle. Die wirft er aber, als er auf einem Baum übernachtet, im ersten Film, wirft er diese Kralle eigentlich weg. Aber damit er hier weiterhin durch Ranken schneiden kann, hat er die einfach behalten. Dr. Grant sagt, dass das keine gute Idee ist. Wir müssen sie erreichen. Was? Er sagt, dass das keine gute Idee ist. Was ist keine gute Idee? Das Rumgebölke hier. Jetzt hat man gerade einen großen Dino gehört. Spoiler, T-Rex war es nicht. Spoilern kann ich gut in der Folge, glaube ich. Eine Treppe, die aussieht wie ein Bett. Warum auch immer. Das sieht halt for real aus wie ein Bett. Hier ist ein blauer. Halb voll habe ich. Wo ist Billy jetzt eigentlich wieder hin? Da oben ist der Bernstein. Da kommen wir ärgerlicherweise nicht ran. Weil da oben muss man hier abspringen. So, dann gehen wir jetzt mal zu Amanda. Und ja, hauen ab. Wir müssen wieder zurück ins Flugzeug. Und was ist mit dem anderen? Cooper ist ein Profi, der schafft das schon allein. Ja, Profi.
Cooper, der Profi. Das ist Cooper. Wer hat das Satellitentelefon? Ich, Sekunde. Oh, Mann. Erstmal gesägt. Erstmal das Telefon gefressen. Oh, jetzt wieder sowas. Nein! Genau wenn ich zur Seite laufe, liegt ein scheiß Minikit. Es ist doch ein Witz. Der kommt auch durch den Baum durch, der ist größer. Was macht er? Zwei Minikits schon wieder. Warum laufen wir eigentlich? Das ist gar nicht mehr hinter uns. Achso, nee. Mein Spiel ist verbuggt. Darum. Eigentlich ist er noch hinter uns. Das ist natürlich jetzt kacke. Ah, siehst du? Dino am Pranger. Ich eine Erklärung, Mr. Kirby. Ah, das steht da ja immer noch hier. Falls ich das mit dem... Falls ich das, den Level-Abspann jetzt gerade rausgeschnitten habe. Ich habe festgestellt, jedes meiner Videos wurde bisher geclaimed wegen der Musik. Also nicht geclaimed, aber nicht monetarisiert. Das finde ich halt nicht so cool, deswegen versuche ich jetzt so viel wie möglich rauszuschneiden. Und die Musik werde ich dann für, wenn ich das freie Spiel spiele, auch ganz ausstellen, dass dann keine Musik mehr läuft. Ist dann zwar schade für die Atmosphäre, aber jetzt, wenn ich die Story spiele, hätte ich dann gerne noch diese Jurassic Park und Jurassic World Atmosphäre. Das ist mir dann schon noch wichtig. Perfekt. Jetzt sind die Mistviecher weg. Alan, der hat doch hier die Kralle, ne? Ach, hier ist schon die nächste Mission. Das ist aber eine... Wenn ich jetzt aufhöre, ist das aber eine ganz kurze Folge. Ach, mach ich nicht. Sie lassen einen 12-Jährigen allein Gleitschirm fliegen? Nein! Er war nicht allein. Er war mit einem Freund zusammen. Wie lange werden Sie schon vermisst? Seit 8 Wochen. Fast 8 Wochen. Und warum ich? Er hat gesagt, wir brauchen jemanden, der schon mal auf der Insel war. Ich war noch nie auf dieser Insel. Doch, natürlich. Das war Isla Nublar. Das hier ist Isla Sorna.
Anlage B. Niemand rührt sich von der Stelle. How to Brother Pig Pranger. Wie heißt Pranger auf Englisch? Weiß es nicht. Wir müssen ganz still sein. War das auf mich bezogen? Es ist Dr. Grant. Ja, es war auf dich bezogen. Zieh mal raus, den Ellen, der Arme. So. Freigeschaltet, Ellen Grant, Isla Sorna. Vor allem Ellen Grant und Co., die kommen ja auch wieder jetzt. Jurassic World 3. Ich freue mich schon. Ich habe Bock auf diesen Film. Der kommt erst nächstes Jahr. Was ich nicht so cool finde. Aber für auf dritten. Ich würde lieber mit dem T-Rex aufnehmen anstatt mit dem Spinosaurus. Vielleicht können wir ihn ablenken. War am 3. Dezember kommt ja jetzt auch dann Jurassic World Kreidezeit Staffel 4. Da habe ich auch schon richtig Bock drauf. Das ist eine Serie für Jurassic World, auch mal für Kinder. Was ich mega geil finde. Und die Serie ist auch mega geil. Auch von der Story her und so. Also, Leute, alle mal einen Guck Kinderserie. Das ist cool. Ach, noch ein Minikit. Nee, noch eins. Das erste, so. Das kann ja hier Ellen Grant machen. Was Gelbes. Ah, ich weiß noch nicht. Bitte, Ente. Film muss ich jetzt da runterschießen. Jetzt muss ich sie bauen. Ja, genau. Viel Glück. Der ist ja leicht abgelenkt. Ja. Ja! Geschafft! Beim ersten Versuch! Wir müssen da rauf! Von 3. Meinst du hin? Ich steuere dich nicht in die Richtung. Alles okay. Ich glaube nicht, dass sie mich gehört haben. Wie sollen die auch? Die sind so laut, dass ich mich selber nicht höre.
Wahrscheinlich hört man mich in der Aufnahme wieder mega schlecht. Ich mach mal da kurz das Spiel leise. So, das Spiel hat jetzt eine annehmbare Lautstärke. Falls ich bis eben zu leise war, tut es mir leid. Aber das ist dann jetzt halt so. Daran kann ich auch leider nichts mehr ändern. Ja, wo ist Dr. Grant? Dr. Grant? Ah, der ist noch da hinten. Ah, keiner kommt mal wieder mit. Ein Pteranodon! Ja, wieder kloppen hier. Und hepp. Beim ersten Versuch. Klasse. Irgendwelche Ideen? Ah, Paul Kirby, mach mal. Enterhaken. Ach, hallo, T-Rex. Ach, mir fehlen noch Teile hier. Immer den Alan, der kann hier graben. Wetten, da kommen die mehr Teile raus? Ja. Wirfst. Du, weil du so blöd gefragt hast. Ah ne, doch, Alan. Ups. So, dann ziehe ich mal hier auf. Bam! Einen mit dem Baum gewedelt. Und wieder. Kann ich nach hier? Einfach komplett und hier. Ne, da vor dem habe ich Angst oder was, aber nicht vor dem großen. Also doch. Das war ein anderer Dino. Mr. Kirby. Diese Kirby Enterprises gibt es gar nicht, oder? Kirby Fliesenlacke und Meer. Das Meer steht für Badezimmerausstattung. Wir sind im Einkaufszentrum Westgate in Enid, Oklahoma. Billy, wir gehen zur Maschine zurück und bergen, was wir können. Dann weiter zur Küste. Dr. Grant, wir verlassen diese Insel nicht ohne unseren Sohn. Sie können ihn ja gerne suchen. Hä? Sie sind auch kein richtiger Söldner, oder? Das habe ich nie behauptet. Und? Was machen wir? Wir suchen ihren Sohn. Da, wo die hingehen. Großartig, hinterher. Oh Mann, ey. Eric! Eric! Eric!
Wir finden ihn. Hörst du mir zu? Wir finden ihn. So. Aber wir finden ihn nicht mehr in dieser Folge, denn die ist jetzt schon ziemlich lang. Danke fürs Zuschauen. Gerne liken, abonnieren und den ganzen Kram. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, was ich als nächstes spielen soll. Da habe ich mir vor kurzem drüber Gedanken gemacht. Ich bin offen für Vorschläge. Aber danke fürs Zuschauen. Und ciao.